Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Im Internet zu finden auf klemmbausteinlyrik.de und auch abrufbar bei 1000steine.de. Mein Name ist Gaulius und ich stelle hier regelmäßig aktuelle Sets von Lego vor, die sich gerade auch für Erwachsene eignen, wie zum Beispiel die Technikreihe. Und da gibt's was jetzt gerade zum Beginn der neuen Formel 1-Saison. Das passt natürlich, damit kann man die Races dann schon mal vorfahren, nämlich den sogenannten Action Racer. Ein mehr oder weniger schnittiger Formel 1-Wagen oder wie Lego es selber sagt, es ist ein super cooler Flitzer im coolen Design. Also doppelt cool und das Ganze auch noch einigermaßen bezahlbar, im Gegensatz zu seinem großen Bruder, zu dem wir nachher kommen. 158 Teile gibt es für knapp 20 Euro, wie gesagt 2013. Das Ganze erschienen. Und wir erkennen hier auch schon beim Design der Aufkleber. Von Ferne könnte es fast ein bisschen Ferrari sein. Wenn man genauer hinguckt, dann ist es irgendwas No Name, aber macht ja nichts. Wir stellen es dann eben ein bisschen weiter weg hin. So, wenn wir das Ganze dann gebaut haben, so eine halbe Stunde kann man da durchaus schon dran vorerkeln, dann sieht das Ganze so aus. Und hier sehen wir auch schon, es gibt ein entsprechendes Cockpit und eben eine ganze Menge Aufkleber. So, ein bisschen bullig ist er ja, also nicht ganz so lang wie breit, hätte ich beinahe gesagt, beziehungsweise beim echten Formel-1-Wagen würde ich, glaube ich, glauben, das Ding ist etwas länger, beziehungsweise nicht ganz so breit in der Proportion. Man sieht aber hinten, er hat einen V12-Motor mit diesen, ja, was soll das, Zylinder sein, diese sechs. Dann sehen wir auch hier, es ist die Nummer 42, die Antwort auf alle Fragen. Und hier sehen wir auch, nicht Ferrari, sondern Rim-Rim-Wheels sind hier drauf gedruckt. Und noch ein paar andere Pseudo-Werbung, die irgendwie, glaube ich, nichts zu sagen hat. Da ist auch der Tankstutzen auf der linken Seite. Und hier sehen wir das Cockpit mit einem Sitz, wo ich sagen würde, wenn Herr Vettel da Platz nimmt, da könnte das aber unangenehm werden untenrum. Und auch ein bisschen windig. Aber nun gut, er muss ja nicht. Und das ist ja auch alles Lego, deswegen muss ja auch nicht alles genau perfekt sein. Ist ja auch die günstige Variante des Rennwagens. Hier haben wir dann noch ein Steuerrad, ein Lenkrad. Das bringt allerdings nichts. Wir können zwar dran drehen, hat aber keinerlei Verbindung nach vorne. Wie sowieso die Mechanik bei diesem Technikteil eher eingeschränkt ist. Da ist nichts aufgehängt, sondern einfach nur die Räder drehen sich. Das Interessanteste daran ist noch der Rückziehmotor. Den gucken wir uns dann gleich nochmal ausführlich an. In der echten Action an. Große Räder haben wir auch. Vorne ein bisschen kleiner, hinten ein bisschen größer. Lego ist ja bekannterweise einer der größten Reifenhersteller der Welt. Und auch diese Reifen sind wieder gut gelungen. Man kann sie so ein bisschen eindrücken, schön weich. Das passt. Also eher soft, würde man jetzt wahrscheinlich im Formel-1-Jargon dazu sagen. Man sieht auch ein bisschen Profil drauf, eher schon in dem Intermediates oder vielleicht auch was bei Regen. So, und jetzt sehen wir hier den Motor nämlich, beziehungsweise diesen Rückziehmotor. Wenn wir die Räder so drehen, dass sie so ein bisschen zurückgehen, dann wird drin, vermute ich mal, eine Feder gespannt, die das Ganze dann extrem gut nach vorne treiben kann. Also da ist ordentlich Schmackes hinter. Das gucken wir uns gleich mal genauer dann an, während wir hier noch ein bisschen mit rumspielen. Ja, aber das ist auch die einzige wirkliche Mechanik, die hier drin ist. So, wir sehen schon ein bisschen zurückziehen und er hat schon ein bisschen Dampf drauf. So, jetzt gucken wir mal, ob meine Kamera sowas auch aushält. Mit Volldampf rein und ja, sie filmt noch. Also eher ein Hinweis darauf, dass meine Kamera ganz gut ist, aber auch das Lego. Da gibt es nämlich keinerlei Kratzer. Hinten sehen wir noch den Kopfhof. Ja, auch nett. So einen Wagen von hinten zu sehen, das kennt Herr Vettel ja nicht. Nun gut. So, jetzt schauen wir nochmal, wie es bei entsprechend etwas schwierigerem Geläuf ist. Hier nämlich auf Teppich. Auch da fährt er gut und knallt vorne gegen. Schön, dass er vorne ein bisschen gepolstert ist. Das hält schon was aus. Jetzt machen wir es nochmal hier und ja, man sieht, also er macht schon Strecke. Ja, versuchen wir es hier nochmal. Kann man stundenlang machen. Laut Lego-Beschreibung soll man auch stundenlang damit durchaus spielen können. Nun ja. So, jetzt wird es ein bisschen dramatischer. Mal ein paar Kunststücke. Versuchen wir mal hier über diese Leiste rüber zu fahren. Ja, nun ja. Ich habe leider keine richtige Sprungschanze gehabt, aber mit etwas Geduld schafft das auch so. Und auch schön gegen wieder meine Kamera. Das können wir uns aber gleich dann auch nochmal angucken in Zeitlupe. Da ist das noch spektakulärer. So, jetzt hier in Zeitlupe. Da kommt er. Wow. Ja, Mensch. Da müssen andere, glaube ich, viele Millionen für ausgeben, um solche Stunts in ihre Filme reinzubekommen. Danke, Lego, dass das bei mir auch mal möglich ist. Und hier jetzt nochmal von der Seite. Da hebt er ab. Ah, sehr schön, sehr schön. Gucken wir uns die Anleitung nochmal an. Hier alles nicht überraschend. Da, ich sagte ja, halbe Stunde ungefähr. Hier ist dieser Motor übrigens, dieser Rückziehmotor, wo die Feder drin ist, wie ich ja vermute. Und der wird dann hinten reingebaut. Ja, und ansonsten der Rest dann drumherum. Ja. Siehst du, da kommen noch die entsprechenden Außenteile.
Und dann ist das ganze Teil fertig. Da ist noch so eine Spindel dabei, die man nicht verwenden braucht. Die ist wahrscheinlich dann dafür da, dass man das Ganze ja verbinden kann mit Set Nummer 42010, nämlich den Action Race Buggy. Den sehen wir hier. Wenn man das zusammenbringt, dann kann man das Teil da drunter machen. Das hat dann auch ein entsprechendes Cockpit zum Öffnen. Ich muss jetzt gestehen, so haut mich dieses Modell jetzt nicht vom Rocker. Also, dass ich jetzt deswegen die beiden da zusammenbauen würde, da würde ich sagen, da ist selbst der Buggy noch als solches schöner. Hier sehen wir aber auch etwas Spektakuläres, können wir da zum Beispiel mit ein bisschen Selbstbau hinkriegen. Der Computer ist auch. Ja, und hier haben wir jetzt nämlich das Modell 42000. Das ist nämlich der entsprechende Grand Prix Racer. Und das ist wirklich, zumindest schon mal auf den Bildern, ein faszinierend schönes Modell. Kostet allerdings auch knapp 100 Euro. 99,99 €. Dafür ist da aber auch noch mehr Mechanik hinter und es ist auch noch deutlich größer als unser kleiner hier. Das ist jetzt natürlich an dem Modell nicht zu erkennen, aber da gibt es durchaus Unterschiede und der ist noch mal ein bisschen näher dran, auch was die Proportionen angeht, an einem echten Formel-1-Wagen. Ja, wenn Lego das hier hört und möchte, dass ich da einen Film draus mache, kann man ja das Modell vielleicht mal zukommen lassen. Würde ich dann natürlich machen. So, jetzt sehen wir das Gesamte hier. Ein schönes Ding, also für knapp 20 Euro im Angebot, teilweise auch schon für 15. Durchaus etwas, was die Formel-1-Saison-Beginnzeit und auch die Zeit zwischen den Races ein wenig verkürzen kann. Ein bisschen zumindest. Und womit man sogar, wenn man noch vielleicht ein paar Kinder im Haus hat, ein bisschen spielen kann. Kann man durchaus ein bisschen Spaß mit haben. Muss man nicht nur ins Regal stellen. Dafür dann eben das große Teil dann, den Grand Prix Racer. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss.